Ach, den kann man ja wohl gar nicht erkennen hier, den Gegner. Da kommen bestimmt auch nochmal welche raus. Jo. Wer rennt die denn bitte hin? Wo die hinrennen? Ganz komisch. Hebel. Rauf. Hey, da rauf. Hebel. So, alles explodiert hier. Ist ja unglaublich. Hier töten. Hä, ich hab doch dich ein... Hallo? Ey! Ich hasse dich. Oh, aber dieses... Obwohl ich das gar nicht mache. Das mache ich ja doch nicht. Oder mache ich das die ganze Zeit? Das mache ich doch nicht die ganze Zeit. Und ich klicke auch nicht die ganze Zeit meinen Typen hier an. Scheinbar nicht. Oder doch? Schon wieder einfach so ein Gesundheitstrank erschienen. Einfach aus dem Nichts. Ach doch. Diesmal war da aber wahrscheinlich ein Fass. Alter, was ist das für ein Bug? Voll der Beleuchtungsbug wieder. Und vor allen Dingen ein komischer Soundbug, immer dieses Ding, 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 Ding. Und ich nichts auswähle. Ganz komisch. Ich bin sehr verwirrt. Bing. Bing, 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 bing. Hä, hey, greif mich doch mal an. Hä, war das nicht tot, das Ding? Schon wieder Ding. Sehr komisch. Oh mein, das sind eindeutig zu viele Flammen. Das finde ich nicht gut. Hä? Hier, der. Was war das denn? Was war das denn für ein Geräusch? Hab ich die... Hä? Okay, das ist scheinbar irgendwie eingefroren oder so. Und die Einfrieranimation verschwindet nicht.
treff ihn doch mal. Ach, daher kommt das. Im Maschinengewehre. Okay. Machen wir mal die Tür auf. Und wir... Okay. Schon wieder dieses Ding. Das war komisch. Das finde ich nicht mehr normal. Haben wir hier einen... Nee, will ich nicht. Nee, will ich nicht. Oh, will ich mich nerven... Will ich mich nerven. Ich darf hier nicht lang. Oh, hier ist eine Tür. Wieso ist denn hier eine Tür? Okay. Reinfallen ins Loch oder so? Machen wir hier ein bisschen die Sicht anders. Nee, will ich eigentlich gar nicht. Ging sein Pass nicht mehr ins Inventar rein. Okay. Ich habe so viele Heiltränke. Ja, die Zauber können auch alle raus. Passt der jetzt rein? Ja. 46 bis 56. Und wieder raus. Ein Hammer ist da doch ein bisschen besser. So, was haben wir hier? Verteidigung 84. Ja, das ist doch schon besser. Wobei es natürlich nichts bringt. Aber man kann es ja trotzdem mal anziehen. Ach so, das ist gar nicht eine eingefrorene Animation. Das ist sieht scheinbar das Item aus, oder? Keine Ahnung. Ist er tot? Das sieht, doch, er liegt. Das sah aber komisch aus von der Perspektive. Okay, der Raum ist ein wenig... Okay. Da ist der Stab, den wir suchen. Oh, Hallöchen. Wretched Krug! Wretched Invaders! Everything wrecked! Sick no have magic staff! Stupid human wizard no have staff!
Warding staff ours! Goblins, you all pay! Ja, ein kleiner Boss. Die Tesla-Türme kann man von hier auch kaputt machen. Das ist eigentlich ganz nützlich. Sollte man auch erstmal machen. Also wenn man jetzt nicht auf... Also wenn man jetzt diesen komischen... Ich stürze ab und alle Spielstände werden kaputt gehen. Wenn man dieses Problem nicht hat, dann kann man ja ruhig auf... Kann man ja ruhig auf den Godmode-Sheet verzichten. Dann sollte man wirklich die Tesla-Türme zuerst zerstören. Dann bleib hier. Kann ich eigentlich jetzt schon den Hebel ziehen? Wäre ja voll billig, wenn ich das machen könnte. Oh. Apropos billig. I lose, but no difference. Ancient evil and humans fight now. Goblins watch, goblins laugh. Goblins take what's left! Was ist denn Psycho oder so? Jetzt gucken wir mal, ob der Stab besser ist. Auftrag erfüllt! Ist ja alles schön rot. So, jetzt gucken wir mal. Erstmal machen wir hier mal dieses blinkende Gedöns weg. Jetzt haben wir nämlich alles, was aus dem Kapitel 4 ist, erfüllt erstmal, also was wir jetzt gerade angenommen haben. Und der Stab, der ist 85 bis 130. Ja, natürlich, der ist besser. Legen wir an. Aber den Hammer, glaube ich, behalten wir mal kurz noch, oder? Für... Hallo? Darf ich ihn ablegen? Ja. Oder? Nö, komm, brauchen wir nicht. Automatisches Speichern. Ein Fahrstuhl nach oben. Ja, und die Gegner hier übrigens, oder diese komischen Roboter, sind alle ausgeschaltet, die jetzt hier kommen. Having defeated the goblin menace in its very lair, our hero stood with warding staff securely in hand. But the ancient evil remained elusive. Time was running out, and answers were in short supply. The truth would have to be found further east, toward Fortress Croth. Fortress Croth, ich nenne sie mal Croth. Da müssen wir jetzt hin. Und da ist ein Hebel. Oh, und man hat ganz kurz gesehen, dass wir in einem Kapitel sind, nämlich in Kapitel 5, glaube ich. Hallo, ich Gegner. Wann habe ich euch vermisst? Und hier nochmal die kleinere Version von diesen nervigen Fliegen. Hä, was greift mich denn? Achso, da hinten. Ja, Moment. Ich will jetzt mal hier gucken. Festung groß und irgendwas anderes. Stirb, genau. Da lang, wir müssen ja einen Totengeber fassen, okay. Ja, was
wir jetzt finden müssen, ist wieder so ein Weg. Na, so ein Weg, der uns jetzt irgendwie den Weg zeigt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir einen hier finden. Guck mal da hinten, das sieht doch sehr gut aus. Diese komischen Viecher hier, diese komischen Geräuschen. Wie die immer wegrennen, wieder herkommen und wie ich den Gegner hier gar nicht angreifen kann. Weil die Möwe immer darüber fliegt. Die ist voll fies. Wolf. Oh, tot. Nein, die kleinen Fliegen, ey, wie ich die hasse. Ist das der Weg? Ja, da hinten kommt einer. Ja, wieder. Wie viele da einfach rauskommen aus dem Busch? Oh! Hilfe! Ja klar, natürlich kommt da hinten auch noch mal einer raus, ey. Und dann kommt natürlich da auch noch